Leute, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich echt fertig. Und das an einem Montag schon wieder. Ich kann nicht anders. Ich muss wieder was an der Kota bauen. Eure Kommentare gestern zum gestrigen Video. Ich soll das mit der Bodensteckdose doch machen. Das hat mir keine Ruhe gelassen. Tja, und dann bin ich gestern Abend nochmal aktiv geworden. Ja, und was soll ich sagen? Bodensteckdose bestellt. Ein paar Sachen habe ich heute schon dafür eingekauft, um eben mit dem Kabel dazu zu kommen. Der Plan, was einer geschrieben hat, hinten rum und dann ins Entlüftungsrohr rein und durchziehen, das wäre Plan B. Aber jetzt verfolge ich erstmal meinen Plan. Das heißt, ihr seht jetzt noch die kurze Rückschau zu gestern. Ich konnte nicht anders. Und dann gehe ich in die Krikota und werde erst einmal die ersten paar Bretter vom Fußboden rausreißen. Ja, schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Steckdose ist ja noch nicht da, die kommt ja erst. Aber was anderes ist heute noch gekommen, das zeige ich euch dann auch noch. Leute, jetzt habt ihr es geschafft, mich in der Nacht um 10:30 im Bademantel noch in die Krikota zu jagen. Und ich habe beschlossen, durch die ganzen Kommentare, ich mache eine Bodensteckdose rein. Tja, ich werde die ersten 1, 2, 3, 4, 4 oder 5 Bretter rausmachen, Gewindestangen und Gewindehülsen holen, die Stück für Stück durch das Styropor durchjagen, ja, so dass ich dann auf der anderen Seite rauskomme, ist ca. 1,10 m, 1,20 m zu überbrücken. Ja, und so bekomme ich das Kabel durch, weil das Styropor geht ja bis zu den Bodenbrettern hoch. Ja, das ist eigentlich das Hauptproblem. Gut, das mache ich einfach so. Morgen fange ich an zum Zerlegen. Naja, für euch war das ja jetzt bloß eine Rückschau. Leute, gut's Nächtle. Bis nachher gleich. Also die Bodensteckdose wird dann irgendwo in diesen Bereich hier reinkommen, weil, wenn ich mich recht entsinne, müsste das Rohr ungefähr hier verlaufen. Also ein bisschen weiter rüber. Nicht, dass wir hier jetzt in das KG-Rohr reinsägen. Das wäre blöd. Ja, und ich werde jetzt hier die Randleisten und die Bodenbretter erst einmal rausmachen, die ersten. Und dann geht's weiter. Tja, was habe ich mir heute noch organisiert? Eine M6er Gewindestange, so lange Muttis, und wie es mit der weitergeht und wie ich da das Kabel dann durchbringen will. Das werdet ihr noch sehen. Mhm. Ja, genau, was heute noch gekommen ist. Gerade wo ich heimgekommen bin, ist im Hof gestanden. Ist unser 5,60 Meter langer Balken, der dann auf soll. Das wird noch ein Heidenspaß werden, sage ich euch. Tja, also für den Balken brauche ich definitiv Hilfe, weil, nee, den alleine zu wuchten, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Na gut, ich hole mir jetzt noch das fertige Werkzeug, was ich brauche, und leg da drin los und zeige euch nachher einfach, ja, mal wieder was. Also, eigentlich hatte ich ja geplant, die Stange so in 3 Stücke zu machen, mit den Gewindestücken zu verbinden und jeweils immer, ja, am Bohrer vorne drauf schweißen und dann ein Stück weiter zu bohren, also durch Styropor durch. Wäre mit Sicherheit gegangen, wenn ich es jetzt nicht nötig hätte. Ja, weil, ich drehe mal die Cam um, ich jetzt den Boden doch ein ganzes Stück aufgemacht habe. Und ja, ich habe hier noch so einen zusammengeschweißten Bohrer und dann einen Steinbohrer, einen etwas längeren. Das spanne ich einfach ein und jag das da unten durch. Ja, aber
bevor ich das mache, muss ich erstmal auf die Steckdose warten. Aber wir können ja mal eine Testbohrung machen. So, jetzt weiß ich bloß nicht, wie ich das am blödsten mache. Und quer die Richtung müssen wir. Ja, und ich glaube, so können wir uns irgendwie durchpopeln, dann bis zur Steckdose. Tja, aber wie gesagt, zuerst muss mal die blöde Steckdose kommen. Hilft nichts. Kann ich im Prinzip jetzt alles hier liegen lassen? So wie es ist. Und kann auf die Steckdose warten. Weil bevor die nicht da ist, sehe ich da drin gar nichts aus. Ich könnte zwar ein rundes Loch ausschneiden und, aber... Nee. Also, Bodensteckdose wird gesetzt, funktioniert. Der Anfang ist gemacht. Tja, was gibt's weiter zu sagen? Im Moment gar nichts. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So Freunde, dann breche ich jetzt an dieser Stelle in der Grillkota für heute ab. Wie gesagt, mit viel Glück kommt die Steckdose morgen, spätestens übermorgen. Ja, und da geht es dann hardcore weiter. Steckdose setzen, Kabel legen, Kabel anschließen, Steckdose fertig, Drehspieß dreht. Gut, schauen wir mal, ob wir jetzt noch was machen heute. Klappe zu, Affe tot. Zumindest da drin. Also entweder geht noch mit dem Balken was vorwärts, wenn ich noch Hilfe bekomme heute. Ansonsten räume ich hinten bloß auf. Aber das sage ich euch dann später. Genau. So Freunde, den Balken hier habe ich jetzt noch einmal komplett mit Holzwurm tot einbalsamiert. Vorsorglich. Oh, heute kommt er mit Sicherheit nicht mehr hoch. Leider. Tja. Was mache ich jetzt noch? Nichts mehr. Nichts mehr, was euch interessiert. Weil beim Aufräumen muss man keiner zuschauen. Da habe ich ja selber eigentlich gar keinen Bock. Weil das ist dann das Übernächste, was ich mache. Das Nächste ist jetzt reingehen und das Video für euch bearbeiten. Gut, ihr wisst Bescheid. Morgen oder übermorgen kommt dann der nächste Teil. Also, wenn halt das Elektrogeraffel da ist. Leute, wir sehen uns. Ciao.